Herzlich willkommen auf dem Coburger Klößmarkt. Alle Jahre wieder öffnet der Coburger Klößmarkt seine Türen für hungrige Besucherinnen und Besucher. In diesem Jahr sogar schon zum 13. Mal. Seit Anfang an dabei, die Coburger Kloßküche. Wir sind von Anfang an dabei, seitdem es den Kloßmarkt hier gibt. Also das heißt, es ist 13. Jahr dieses Jahr, ne? Von Anfang an dabei. Neben dem traditionellen Coburger Rutscher mit verschiedenen Soßen und Bräten darf das Getränk selbstverständlich nicht fehlen. Das ist je nachdem, wenn Wetter, wie zum Beispiel, wenn schönes Wetter ist, geht eigentlich Radler, alkoholfreies Getränke. Schmecken lassen sich es die Leute auf jeden Fall. Die Auswahl ist groß. Ein Favorit ist aber zu erkennen. Ich habe bloß mit Soße gegessen. Kloß mit Kümmelsoße. Der Kassenschlager an den ersten zwei Tagen auf jeden Fall Kloß mit Soße. Und danach, wie gesagt, wird dann so durchprobiert, dann gibt es dann den Braten dazu. Der Klößmarkt zieht hungrige Bäuche aus ganz Deutschland an. Das dreitägige Event besuchen die Leute aus verschiedenen Gründen. Wir waren zufällig in der Stadt und haben jetzt gleich halt was gegessen. Ja. Das haben wir gestern gesehen und wir essen halt gern Coburger Klöß. Wir nehmen sie schon mal mit aus der Klößküche, wenn wir hier zu Besuch sind. Eine Tradition, auf die sich alle jedes Jahr wieder freuen. Tanzen zu Live-Musik, Schlemmen und gemütliches Beisammensitzen. Der Klößmarkt hat einfach für alle was zu bieten. Ich wollte schon noch mehr essen, ja. Das war sehr lecker alles.